Didi steht da drauf. Ist auch ihr Koffer hier, so wird geschrien, ne? Wie kriegt denn den Bass wieder? Punkerin der, was war das, 80er Jahre. Bis 2015. So, haben wir das doch schon wieder. Und wie gesagt, Punk mit U, ne? Danke für die Information. Bei den vorigen Filmen habe ich geschrieben, Punkerin mit A. Dann sagt einer, kannst du das denn ändern? Ja klar. Habe ich auch falsch geschrieben, ne? So, hier habe ich noch die Restwerke, da habe ich noch ein Poti drin, ein Potentiometer. 9, ne? So, die Seiten tue ich jetzt mal hier nehmen. Die spanne ich heute auch auf, oder? Und die Schrauben. Wenn wir das jetzt gerne mal ganz schnell zuschrauben, das geht ja schnell, oder? Und die Schrauben, die ich jetzt reindrehe, das sind die alten. Da drehen sich viele durch. Aber ich mache jetzt erstmal die alten rein. Dann wird die Gitarre getestet. Und wenn alles in Ordnung ist, dann mache ich den ganzen Satz hier raus. Anschrauben. Und mache da einen richtig schönen, coolen Satz, dass das so einheitlich aussieht. Ne? Dass man dann einheitliche Schrauben hat. Denn das ist ja hier, was die sich da zusammengebastelt haben hier so, ohne ihn hier und das Ding raus und so. Da, keiner, da hat irgendwie einer wohl mal gemogelt, ne? Aber auch einen Ton gemacht. So, was haben wir jetzt? Brauchen wir Schraubenzieher. So. Wo ist hier der Anfang? So. Dann nehmen wir das wieder den Klang. So, dann machen wir ganz fix. An die Seite noch drauf. Ja, so viel sind das gar nicht, ne? Da sind kürzere und längere drin und so. Ja, also weiß auch nicht warum, aber die haben da schon irgendwie einen Grund. Ich mache jetzt immer die kurzen rein. Wie gesagt, die werden dann hinterher, ja, wird das ganze Satz mal geändert, ne? Dann hier mal einer rein. Denn da fehlten von Anfang an schon ein paar. Oh, der geht aber richtig rein schon, so ohne. Das packt das gar nicht hier. Aber ich mache das jetzt einfach mal so zusammen. Na, da muss man im Grunde jetzt ganz kleine Splitter reinmachen, Holzsplitter. Na, und dann die Schrauben da rein. Gehe ich mal gegenüber. Also die packt aber so, wie es aussieht. Oh, der muss ja auch durch bis. Ah, dann dreht sie auch durch. Ja, das ist das Problem. Also das darf man nicht machen. Man muss das im Grunde richtig feste machen. Das hat Nutzen mit längeren Schrauben. Ne? Holz ist ja dick genug. Aber das mache ich dann hinterher noch. Eine Außen. Also hier sieht das aus, als wenn ein Pack kommt. Rückwärts drehen. So, der packt aber. Gucken, wie fest. Ja, der packt aber erstmal so. Dann mache ich hier gegen den Ruck gleich. Dann haben wir die schon mal ein bisschen fest. Ja, das Blech, das muss richtig, also das, was hier drauf liegt, das muss richtig fest sein. Sondern das vibriert ja bei bestimmten Resonanzen richtig mit. Und das scheppert dann. Ne? So. Mal gucken. Und der fasst aber auch. Ja, der packt gut. Jetzt haben wir hier noch eine kurze. Die setzen wir dann mal einmal da. Einmal. Ups. Hier, ne? Wie ist der genau? Hier. So, sind wir gleich fertig. Die dreht sich auch durch. Das ist nicht fest. Das ist ja auch erstmal so gedacht. Jetzt habe ich die langen Schrauben. Da muss ich schon mal lange reinmachen. Das ist schon mal ganz klar. Hier. Und, oh, die passt ja, die rutscht ja richtig da durch. Kommt das denn?
Boah, da haben sie aber richtig einen durchgerödelt. Hier, der packt sich den. Mal gucken, ob der auch tief dran ist. Aber der hat aber so langsam zu. Ich sage, so ein bisschen länger wäre nicht schlecht, ne? So, nicht überdrehen. Na, ist halt auch fest. Der müsste auch noch. Aber was ist das denn? Der ist ja richtig durchgängig da. Vielleicht müsste man das ein bisschen schräg ansetzen, ne? Ne, das ist richtig. Das kann man gar nicht fixieren, das Ding. Nur den nochmal hier. Okay. Anders geht's erstmal nicht. Der packt dich den auch. Ja, hier ist er schon fest. Los, gut. Na, hier hat er noch einen kleinen. Ne, dann meine, der kommt dann in die Resonator und scheppert das mit, ne? Aber wie gesagt, der ganze Satz Schrauben, der wird hinterher noch mal geändert, ne? Kriegt richtig schöne neue Schrauben. Dann sieht das ganze Ding cool aus, ne? Also das ist jetzt, was ich machen konnte. Jetzt werden wir noch Folgendes machen. Bevor ich da jetzt die Seiten drauf mache, also hier fehlt auch eine Schraube, ne? Das wäre auch ganz wichtig. Ja, da muss ich mal gucken, ich habe im Schrank noch irgendwo welche. Das muss fest sein, also das hört sich schräg an, ne? Da muss richtig, so muss ich ran, da muss wie hier. Muss eine Einheit sein, ne? Ja, bevor ich so eine Gitarre eigentlich so wieder die Seiten drauf mache, mache ich die immer sauber. Ich könnte dann cooles Zeug führen, so ein Spray. Das Spray, das habe ich schon sehr lange, aber das ist richtig cool, ne? Das riecht auch lecker. Das hat richtig wie so Parfum, riecht das irgendwie so. Von Dean Martin. Oder Markley, genau, Dean Markley war das. Martin war die Seiten, ne? Ja? Da gibt es so, wie nennt sich das? Ein Gitarrpulli. Ja? Aber kann man seine Gitarre mit aufpolieren? Hm? Was steht da drauf? Für jederzeit clean Gitarre und Polishing hast du gesehen. Ne? USA kommt das auch, aber man muss ja jetzt nicht aus USA kommen, das habe ich schon ziemlich lange. Das funktioniert erst rein, ne? Braucht man auch nicht viel. Ich mache mal ganz kurz noch was anderes. Das machen wir eigentlich vorher mal. Ich will mal gucken, dass ich mache jetzt mal so eine. Ich habe ja genug Zeit. 20 Minuten habe ich jetzt. Ich mache mal eine Stunde. Ich will, dass in einer Stunde das Ding zusammengebaut ist. Ich kann ja auch ab und zu mal bremsen. Ne? Jetzt habe ich hier so ein ganz leicht feuchtes Tuch. Dann gehe ich ja mal so ein bisschen so darüber. Ne? So, erst bevor ich poliere. Ne? Dass ich erstmal so den groben Dreck wegkriege. Dann gehe ich mit dem Trocknen gleich wieder drüber. Dann sieht man, dass richtig der Dreck dann löst, ne? Na, das macht man dann erstmal. Das Grippel ist cool hier, ey, muss man schon sagen. Ne? So, macht man hier wie an einem Buntstäbchen, direkt am Rand immer. Da sammelt sich immer ganz viel Siff. Ist ja klar, ne? Auf längerer Zeit, wenn da Seiten drauf sind, kann man nicht richtig sauber machen. Deswegen mache ich mal so eine Aktion erstmal. Ganz kurz, so mit einem ganz leicht feuchten Lappen. Ne? Und trocknen hinterher, zack. Und dann kann man polieren. Ne? Sieht doch ganz cool aus. Also ist gar nicht so abgegriffen. Ne. Also das Griffbrett ist ganz sauber und heile. Ne? Bei einem Versifft. Also das ist eine echte Punk-Gitarre, muss ich auch sagen. Die hat mehr Bier in sich, als ich mein ganzes Leben mal getrunken habe. Oh Gott.
die hat wirklich Punk gemacht. Das ist eine Punk-Gitarre. Das kann man sagen. Die hat echt was erlebt. So, machen wir einmal da runter auch. Ups. So. Ne, da ist mal so grob, mal so Masse. So. Zack, zack, hier drüber auch. Mal so, man sieht, man nicht, dass das sauber ist. Ne? So. Ah, gut. Wollen wir auch nicht übertreiben, aber dieses Ponditotterin, der ist immer ganz cool. Ja. So, habe ich jetzt genug geputzt, ne? So macht man das dann hier auch so einmal ganz kurz drüber, trocken machen. Also nicht mit Wasser, sondern richtig in so einen Lappen. Am besten so ein Mikrotuch, ein bisschen feucht machen. Ausschütteln richtig und dann mit dem mal ganz kurz drüber zuziehen. Dann zieht man so einen Staub ab und das grobe so, ne? Das ist so ein heftiges Ding. Na, geht ab. So. Hier nochmal. Hm? So, ich würde sagen, den Rest kann man dann hinterher machen, wenn die Seiten drauf sind. Das geht ja im Grunde jetzt nur. Kommt man immer so schlecht dran hinterher, ne? Ja, die. Boah, da sieht man richtig, wie der Schmand runtergeht, ne? Na gut, erstmal hier so, ne? Wo die Seiten herkommen. Da muss man hinterher nochmal auch richtig polieren. Also denke ich auch, die sagen, die muss die mal richtig polieren, dann, ne? Man sieht man richtig. Boah. Daher, die hat gelebt. Deswegen halt man die weiter, die tun wir jetzt reanimieren, ne, die Gitarre hier. Den kleinen Punk tun wir jetzt reanimieren. Ich finde das cool, so alte Gitarren, ich bin ja auch so ein alter Sack, ne. Kommen ja aus der 50er Jahre schon. Und der hier, der ist bestimmt aus den 70er oder 60er Jahre, ne. Der ist ja, die hat den wahrscheinlich geschenkt gekriegt, hat den in den 80er Jahren gezupft. Aber der ist ja noch älter, der Bass hier, ne. Definitiv. So, das reicht aber jetzt. So. Okay, okay, okay. Machen wir noch einmal trocken. Ja, Feuchtigkeit ist immer nicht so ganz, ganz cool für die Gitarre. Aber wenn man ganz leicht nur feucht macht, man schnell wieder trocken macht, das ist ganz cool. Das wird richtig blank, wieder besser. So. Aber da haben wir die Gitarrenseiten erstmal hin. An den Höhen verstelle ich gar nichts hier, ne? Das lasse ich so wie es war. So, cool. Ich würde sagen, damit kann man schon mal leben. Das ist jetzt hier das Vorputzen, ne? Das mal so der Schmand erstmal wegkriegt. Dann gehen wir mal ganz kurz mit der Politur darüber. Dann haben wir hier das von die Makle. Das ist, wenn man das so fühlt, ne? Wenn man mal auf den Finger sprayt, dann ist so richtig leicht ölig so. Ne? Das ist richtig so ein. So, dann mache ich dann nicht direkt auf die Gitarre, sondern ich mache das meistens auf den Trommel. So, dann hat man hier noch Sprayknopf. Ich mache das mal auf die Gitarre, weil da ist noch ganz schön Schmand drauf. 3, 5, 6, 7. So, ich würde sagen, das reicht, das riecht richtig cool. Muss man schon sagen, ne? Das ist schon eine coole Sache hier. Boah, hier das riecht mit Vektor. Richtig cool, ne? Na, so ist das eigentlich. Man muss das erstmal. Das grobe wird machen und das ist ja richtig. Boah, oh. Das wird richtig glänzend. Ja, dafür ist er ja pullig, ne? So. Boah. Ah, da kommt echt was runter, ne? Ich glaube, das Tuch muss ich hinterher mal dann waschen. Weiß egal, ne? Das ist ja Sinn der Sache, dass man dann hinterher das auch cool sauber macht, ne? Vielleicht bringe ich ihr das mal mit.
dann kann sie ab und zu mal ihre Gitarre schwören und damit putzen. Ja, das sieht richtig cool aus. Ich sag ja, wenn man das richtig sauber macht, ne? Ich mach mal hier nochmal richtig schön, da wo die Seiten, ne, hinkommen. Und man kann das auch auf hier auf ihn machen, ne? Aber ich mache jetzt erstmal ganz kurz den Korpus hier, weil der ist doch schon ganz schön, jetzt schon farbverändert. Der wird richtig schwarz jetzt, ne? Der hat ja so einen Graustiefel von Dreck. Cool. Ja, die hat auch lange Jahre in der Ecke gestanden, ne? Nicht genutzt und so, früher mal, wo man jung war, ja, okay. Schön, aber die Tonabnehmer war sehr cool, finde ich. So, ne? Er strahlt in neuem Lichte, wie ich sehe. Boah. Cool, also das Zeug ist cool, ne? Also das gibt es jetzt nicht nur von Dean Markley, sondern da gibt es wahrscheinlich mehrere Sachen von. Muss man sich mal gucken, wenn man seine Gitarre sauber halten will. Gitarrenpolish oder Gitarrenpolierzeug, ne? Da gibt es auch noch bestimmte andere Sachen, so irgendwie, die man da nutzen kann. Ne? Da kann man seine Gitarre schon richtig wieder hochstylen, ne? So, dann kommen wir jetzt nur noch neue Schrauben dran. Das blinkt auch hier. So. Ich mache ganz kurz noch den Hals. Mingo. Na, ganz kurz. So, mehr nicht. Dann kann man das hier, da ist schon richtig feucht davon. Und dann kann man hier so mal so damit lang gehen. Dann sieht man auch, dass da schon wieder, ja, die Struktur des Holzes auch hier durchkommt, ne? Na, der hebt aber richtig nochmal ab. Jo, da sieht auch richtig schön was glänzen. Ach, sag ich ja. Das habe ich bei meinen Gitarren auch gemacht und ich habe immer wieder festgestellt, das ist schon nicht schlecht, wenn man das so macht. Ne? So. Einmal kurz drüber. So, back. Okay, würde ich sagen, für die Seiten jetzt zum Aufspannen reicht das. Und den Rest kann man ja dann noch putzen, wenn die Seiten drauf sind. Ne? Ich will die ja nochmal anspülen. Und den Rest kann sie ja dann selber putzen. Und das hat jetzt schon mal Sinn gehabt. Cool. Ich würde sagen, damit kann man zufrieden sein. So, Abgang. So, mehr braucht man eigentlich gar nicht von. Das hält, also wenn man 100 Pulle kauft oder so viel, wie viele Milliliter sind das? Steht gar nicht drauf, aber irgendwo steht das. Ja, aber da kann man jahrelang mit die Gitarre sauber machen. Das habe ich schon jahrelang, wie war die Seite, jetzt kann man gar nicht sehen. Wie, das ist nochmal die vier hier. Ein Drittel habe ich vielleicht. Verbraucht in der ganzen Zeit, ne? Gitarrenpolish oder Gitarrenpolierzeug, wollen? Kann man sagen, Gitarre schön eher. Jetzt packe ich mal ganz kurz die Seiten drauf. Ach, die haben ja gleich hier liegen, ist doch cool. Ups. Das System war, glaube ich, hier so einhängen, ne? Ich werde das jetzt mal folgendermaßen machen. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde. Ich werde jetzt die Gitarren draufziehen, ohne führen, ne? Man kann jetzt gucken, zum Beispiel eine E-Seite mal ansetzen, aber so aufziehen tue ich das dann gleich. Lass mal kurz ohne führen, dann stoppe ich ganz kurz. So, haben wir die Seiten da hier im Griff. So, ne? Dann haben wir die dickste Seite, das ist die E-Seite hier. Die werden wir uns jetzt mal packen hier. Uff. Ja, du Gürtel. Also da rausholen. Da darf man in der Seite keinen Knick reinmachen. Ne? So, dann habe ich die ja schon mal auf hier. Die hängt an die Reihe, mal gucken. Da brauchen wir eine Hakenvorrichtung oder was.
man muss da reingucken. Ah, da ist er. Er hat jetzt gepackt. So macht man das, ne? Genau. Ich guck mal jetzt mit der Lampe rein. Wo haben wir die Lampe? Ja, die werden da eingehangen. So, ne? Genau, dann muss man den so drehen. So. Ah, dann ist er eingehangen. So. So. Genau, da ist er. Eva, da hat sich nicht gleich halt. Aber die kann man auch nicht justieren, die Längen, ne? Also man kann die nicht, wenn die mal Oktave unrein ist, kann man die nie sauber fertig machen, ne? So, das heißt also, so macht man das dann, ja? So mache ich das mit der E-Seite und mit der A-Seite und dann mache ich den Film wieder an, wenn ich die drauf habe, oder? Und verschwende ich zu viel Film, ich will ja nur eine Stunde machen. Na, guck mal, da kriegen wir gleich schon hin. So, dann habe ich die Sache jetzt schon mal so weit im Griff. Die Seiten sind aufgespannt und jetzt ist mir Folgendes aufgefallen. Ich habe ja gesagt, die E-Seite hier, ne, die ist nicht richtig oktavrein. Da kann ich nichts an der Länge verändern, ne. Jetzt sehe ich hier, wo ich das Blech hier abmache und die Seiten aufspanne, dass diese Seite gar nicht richtig eingehakt war hier. Ne? Das ist ein ganz, ganz komisches Hakensystem hier und da muss genau passen, wenn man das nicht richtig reinpackt. Dann ist ja hier ein großer Abstand. Das kann vielleicht sein, dass die jetzt wieder oktavrein ist. Ja, also die Anschläge müssen schon eingehalten werden, hier die, als Vorgabe. Ne? Hier ist ein Anschlag, hier ist ein Anschlag, hier ist ein Anschlag, der muss richtig drin sein. Ne? Und hier nicht davor, sondern richtig in die Rille reinziehen. Ne? Dann hat man hier bestimmte Anschläge, dann kann das sein, dass sie wieder stimmt. Das wäre cool. Die waren nicht richtig aufgespannt. So, liegt die Seiten schon mal drauf. Da kann man ja nichts mehr falsch machen, oder? Mal kurz gucken. So. Ich mach das mal ein bisschen strammer jetzt noch. Dass da nichts mehr runterfällt. Genau, ne? Dann mal hier. Mal die Seite. Okay, dann stimme ich die jetzt. Das passt. So, ne? Die Höhen lasse ich auch so. Und das riecht richtig schön nach dem Polierzeug hier. So, kann man die wieder drauf machen, hier die Kappe. Die kann man da abmachen, ne? Und dann das Ding dann hier mal einfädeln will. Also ich denke mal, dass sie das so gemacht haben, einfach hier so in die Rille rein. Das kann, dann hat das sich hier so verhakt. Aber jetzt werde ich jetzt mal testen, ob die jetzt noch links dran ist, dass die Oktav dran ist. Ich muss die jetzt einmal ganz kurz stimmen. Das geht ja fix. Heutzutage, ne? Wenn man denn ein Stimmgerät hat, so. D. E. Da haben wir das eh schon. Noch scheppert, ja. Also klar, jetzt nehmen wir das A. Dann kommen wir dann auf zum A. So. Dann hört das Scheppern auf. Wenn die alle auf Spannung sind, dann geht der Hals ein bisschen hoch. So, jetzt hat man hier. Eine D-Seite, ne? Da kommen wir auf D. D-Seite ist gut. Schön, die scheppert nicht mehr. Und dann machen wir die noch hier, die G-Seite. G müssen wir haben, ne?
F, Fis, dann kommt die. So. Wieso ist denn das ein D? Das ist kein G, sondern ja, war doch richtig. Warum denn? D. So. A. Mal erstmal ein bisschen nachstimmen. So, ich stimme die Gitarre jetzt mal und mache den Film nochmal an. Ne? Ich stimme die jetzt ganz, ganz genau. So, dann machen wir jetzt nochmal ernst. Die Gitarre schließe ich jetzt an. Das ist alles zusammengepackt. Ne? Die Gitarre ist relativ gestimmt. Darf ich da nochmal nachstimmen. Und ich schließe jetzt mal an. An ein Effektgerät. Dann werden wir die jetzt mal testen. Jetzt werden wir mal den Basstest mal machen. Ja, das heißt also im Grunde, im Aufdrehen, das auch voll das Rohr hier. Da knarrt ein bisschen. Das ist aber hier die, ja, aus, na, der Regen tut ja cool aus. Ach guck mal, sogar wenn man den auf Null macht, geht sogar hier das Brummen weg. Aber das Brummen, das kommt folgendermaßen, das kommt hier von meiner LED. Definitiv. Also den Lampen machen immer, ich mach den mal aus. Ich mach mal hier volles Rohr, dass man das nochmal lauter hört. Das ist das Knacken, das Knurren jetzt hier, ne? Was man jetzt hört. Das hat man irgendwie immer störend. Mal definitiv schon mal hier bei mir. Die Dimmer, ne? Und wenn ich jetzt mal ausmache, dann hat man noch ein bisschen. Aber da ist mal die ganzen Stromquellen, die hier sind, die haben alle Probleme. Das sind so getaktete Netzwerke, Netzteile und so, die übertragen dann so. Ich mach mal das Licht aus, das geht ja auch erstmal jetzt so. Dann hat der Tageslicht. Immer noch ein bisschen mehr Tageslicht. Dann kann man die 2 Minuten dann noch so machen. So, die sind jetzt da fertig. Wir haben eine Baustelle, oder? Deswegen hat sich das ziemlich laut hier gewesen. Ich mache das mal erstmal so. Man muss mich ja nicht unbedingt sehen, sondern es geht ja im Grunde jetzt hier um die Gitarre prägnanter. Ne? So. Gitarre, die Bassgitarre ist wieder fertig. Die riecht auch richtig lecker. Ich habe ja, das riecht mal richtig, dieses Zeug, ne? Und die glänzt auch wieder richtig schön. Ist die cool? Hier, bei Tageslicht sieht man mal hier. Na schön. Und wenn man die jetzt nochmal richtig aufmöbelt, das ist eine coole Gitarre, finde ich, ne? Ein cooler Bass. Ja? Ja, machen wir jetzt mal eine Elektronik. Ich mach das Ding jetzt mal an. Ich mach mal ein bisschen Rabärbel drauf. Das war ja hier unten war. Also hier oben sind die Bässe und unten sind die Höhlen. Ne? Okay, und dann mach ich das mal ganz leise. Ich mach hier mal für das Rohr. Hier kann man mal ein bisschen leiser machen. Da bin ich so. Jetzt gucken wir mal, jetzt habe ich alles auf Nullstellung. Das heißt also im Grunde, das ist jetzt eine passive Gitarre, ne? Eine passive, das heißt also im Grunde, die hat keine Elektronik, die geht zum Verstärker. Wenn ich die jetzt über ein Effektgerät laufen lasse, dann hat die einen Vorverstärker, dieser Bass. Dann hat die ordentlich einen Punch, ne? Aber man elektronisch kann man schon richtig vieles erreichen. Jetzt mache ich mal alles auf Nullstellung. Den Bass auf Null. Das ist ja jetzt der Equalizer, ne? Mittel auf 0 und die T, also die Mitten, auf 0. Also auf, alles in Mitte jetzt, ne? Volles Rohr hier, machen wir mal die Gitarre mal an. Man hört auch schon was. Wer? Ja?
leise. So, das ist jetzt alles zu leise. Ne? Mache ich meine erste Stellung, aber funktionieren tut das schon mal. Jetzt will ich das mal lauter machen. Das heißt im Grunde, ich kann da jede Volume. Und was? Mach mal fetter. So. Ich habe ja eine Verstärkung jetzt. Ne? Und die Verstärkung lasse ich jetzt mal laufen. Ich gucke mir jetzt mal einen vernünftigen Lautsprecher dafür aus. Ich habe so verschiedene Lautsprecher-Simulationen. Und ich sage, die Gitarre ist jetzt wieder oktavfrei. Die Gitarre hier, die Seite war ja, wo ich getestet habe, immer, oh, die war so schräg. Die Gitarre ist cool. Komm auf den E wieder zurück. Das ist aber cool, ne? Ich glaube, die wäre schon kaputt, aber die ist total cool. Also gut erhalten. Jetzt machen wir Test. Ich mache jetzt mal, ups, ein bisschen mehr. Rectifier ist das jetzt, ne? Jetzt machen wir mal. Allgehen. Das sind die Amps jetzt, die ich da habe. Ne? Mal gucken, ob das Becher hier schon für den Bass ist. Ich habe so viele. Aber wie gesagt, mit so einer Effektgeräte kann man Bass, der kann Punch haben, Punch irgendwie. Ne? Eigentlich macht man. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, ich will ja auch nicht so viel quatschen. Machen wir mal die ob der Volumen geht, müsste jetzt leise werden. Ist weg, ne? Funktioniert, ne? Wir hören jetzt. Hört man, ne? Mehr tief, mehr Höhen. Das sind jetzt hier die verschiedenen, entweder einzeln oder doppelt. 0, 1, 2, der ist höher, ne? Der ist tiefer, der ist höher. Wir beide zusammen. Machen. Im Grunde, ich guck mal nach einem Amp jetzt. Ja, jetzt glaube ich, der war der effektivste erstmal. Ja, der kommt ganz gut rüber. Moder, das ist jetzt die, das ist jetzt die Einstellung Modern Classic, steht da drauf. Modern Classic. Amtssimulation, modern Klassik, da kann man einen coolen Bass drauf spielen. Jetzt habe ich den Equalizer an. Ja, den mache ich jetzt mal dazu an. Mache den Bass mal auf 0. Ja, da kommt jetzt richtig Dampf raus, wäre klar, ne? 0. Die Mitte mache ich raus. Alles wieder 0. Und die Höhe machen raus. 0. So ist der Bass auf 0 eingestellt. Also im Grunde, was hier rauskommt, wird jetzt nur ein bisschen verstärkt, ohne irgendwie was verändert zu haben. Ne? Wir machen mal den ersten, das ist mal der fitteste Bass. Da ist auch Bass hier, den mache ich volles Programm. Also nichts kaputt oder verschoben. Das kann man machen, wenn man Höhen mehr haben will, mehr Tiefen und sowas, dann kann man sich ja selber einstellen. Ne? Ob die Lautstärke ist. Ja, das ist alles klar.
was man noch so empfehlen kann, wenn man so was hat. Also erstmal ein Triab, ein Vorverstärker, ne? Dass die nicht passiv ist, sondern aktiv wird. Man kann auch hier einen reinbauen, Vorverstärker. Ein Priam, ne? Dann hat die schon richtig Boost. Und dann macht man normalerweise Kompression rein. Ich habe hier so eine Simulation, also nicht Simulation, echte Kompression. Da ist ein leichter Kompressor, mittlerer und richtig stark. Ne? Probieren wir mal. Das ist ja mit Kompressor, ne? Was mache ich? Mal hören jetzt. Mach die Kompressor mal aus. Kompressor an, aber Leitprozesse. Wenn man den Kompressor ein bisschen höher stellt, noch ein bisschen mehr Dampf. Also noch ein bisschen mehr Punch, ne? Und dann gibt es noch einen richtig fetten Kompressor. Ja, das ist ja dann Geschmackssache, ja? Können wir das mal leiser machen? Hier. Ist laut. So. Na, mit Kompressor. Das ist jetzt hier Deep Kompressor, sagt man dazu. Deep Kompressor. Das ist normal Kompressor. Das ist ein leichter Kompressor. Ne? Wenn man ihn ausmacht, ist ja gar nicht da. Mann, leicht. Normal. Und Deep. Der Limiter. Man kann auch Effekte dran einbringen, ne? Ne? Also man kann vieles damit machen. Denn Gitarre, weil ich nicht so einen Punch hat hier. Verstärkung, also die Tonabnehmer sind cool, machen guten Sound. Bloß, im Allgemeinen. Der Korpus ist im Grunde für den Bass zu schlapp, ne? Also er hat nicht so die Resonanz, die also ein richtiger Bass verschönt richtig. So hat die gar nicht die Möglichkeit, ne? Das kann man so ein bisschen ausgleichen, indem man das so macht. Dann machen wir den Kompressor leicht und so, oder den normalen Kompressor, so. Kann man richtig ausklicken lassen. Cool. Also hier funktioniert alles, ne? Jetzt mache ich mal den Kompressor an, das ist ein Equalizer. Dann kann man mit dem Equalizer jetzt noch mal gucken. Das steht ja alles auf Null. Ob man noch ein bisschen mehr Bass da reinmacht, ne? Machen wir ein bisschen mehr Bass rein. Kann man den Bass rausdrehen? Volles Programm. Die Mitten rausdrehen. Oder erhöhen. Ja, das sind die Mitten. Die Höhen. Ganz raus oder rein. Das ist klar, ne? Da kann man sich dann so einstimmen, wie man will. Passt auf, nee. Dann tun wir jetzt noch einmal stimmen und ich sag euch, das ist doch tatsächlich das eine gute Mucke. Ich dachte, das wird im Arsch. Ne? Alle kaputt, meine ich. Die ist oktavrein. Ich dachte, die E-Seite wäre, ist doch ganz sauber, das Ding. Ich meine, mein ordentliches E. Ja, ein bisschen nachstimmen muss man doch erstmal, wenn man die neu aufzieht, ne? A. Ah.
A. Kann das? D passt und G passt auch schon fast. Also wenn man das so zwei, dreimal macht, dann ist die auch wieder. Dann bleibt das auch stehen, ne? So, dann ist sie erstmal wieder gestimmt. Also wenn ich da 14 gewesen wäre, 15 bis 20, hätte ich mich auch gefreut, so eine Gitarre zu haben. Aber ich habe früher auch eine Bassgitarre geschickt gekriegt von meinem Kollegen. Jetzt bin ich sehr fertig. Hopp, hopp. Jetzt können wir mal anders probieren. Sumpf wieder. Cool, ne? Ich freue mich drüber, echt schön. Und jetzt sind die Seiten auch wieder. Hätte doch lieber selber gemacht, die Dicken. So werden die aufgewickelt, ja? Na? Nach innen, nicht nach außen. Man kann die auch ein bisschen auch kürzen. Wenn das zu dick aufgewickelt ist, ist es ja auch dumm. Ja, so drei, vier Windungen reicht allermeistens. So. Der Hals ist auch schön sauber und fühlt sich jetzt cool an. Also, ein Wunder. Cool, wie tapp. Und fängt an zu scheppern. Und hier hat sie denn? Das ist die Handmatte. Oh! Und hier. Immer steht da hinten. Könnte man vielleicht ein bisschen höher noch machen. Aber ich denke mal, das ist nur hier oben, ne? Cool. Also ich würde sagen,
Ich würde sagen, ciao. Super, super! So, alles klar, Amalie schon mal. Wieder vom Haus. Erstmal aus. Null. Null. Das müsste eigentlich auch nur sein jetzt. Also mal auf Nullstörungsstörung. Damit will ich sagen, ist der Film beendet. Ja, das wollen wir noch mehr da rumdürfen. Hehehe. Das freut mich, die Gitarre ist cool. Nehmen wir nochmal Licht an. Also so LEDs, also stört für mich überhaupt. Die muss man gucken, dass man die eliminiert. Jetzt haben wir die bunt. Also man könnte die, wenn man das richtig machen würde, ne? Jetzt sind die Buntstäbchen, aber da ist alles schön sauber. Aber wenn man sich noch mehr Mühe gibt, ne? Dann kann man hier die Zwischenräume, also direkt die Ansätze von den Buntstäbchen noch sauber machen. Das sind nur ganz kleine Dreckstellen, so die könnte man alle noch wegpolieren. Ne? Schönes Ding, echt. So, Messgerät mal hier wieder wegpacken. Dann würde ich sagen, ciao, ciao. Mal gucken, was ich nächstes Mal für Unsinn im Kopf habe. Und morgen machen wir Session hier. Bambule.